So, Inside Politics Folge 19. Ja, die Sommerpause ist vorbei. In meinen Augen, wie man sieht, ist auch wieder da. Wir haben heute ein Zusammentreffen hier im Presseclub mit den Landesräten Leichtfried, Lackner und Campus. Das ist sozusagen die erste Ausgabe, weil zuerst einmal die SPÖ drankommt und demnächst auch die ÖVP. Zu dieser Veranstaltung werden wir dann auch jeweils Fragen stellen an die zuständigen Landesräte, die da kommen werden. Wie schaut es heute aus? Ja, jeden Landesrat haben wir zwei Fragen gestellt und ja, das werdet ihr jetzt sehen. Herr Landesrat, Leichtfried, fehlt es Ihnen, geht es Ihnen nicht mehr wöchentlich ins Flugzeug in Brüssel zu stellen? Wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich muss sagen, nein, das fehlt mir überhaupt nicht. Also die Vorstellung, jetzt wieder einsteigen zu müssen, das wäre am Montag der Fall gewesen und in das nebelverhangene, verregnete Brüssel zu fliegen, ist keine wirkliche, ist nichts, was ich mir so wünschen würde, um das jetzt so zu sagen. Aber natürlich fehlen mir manche Freunde, die, wenn man 11 Jahre dort ist, findet man auch in der Politik welche. Also in der Politik nicht so einfach ist, nicht, aber das gibt es ja. Aber ansonsten bin ich jetzt sehr, sehr zufrieden, dort wo ich jetzt bin. Ein großes Ressort, Verkehr, Umwelt, Energie, Sport und, ich weiß gar nicht, ob das so landläufig bekannt ist, Tierschutz. Nein, ich habe das Glück gehabt, dass ich ein Ressort bekommen habe, das mit meiner bisherigen Tätigkeit im Europäischen Parlament eigentlich sehr, sehr verwandt ist. Ich war 11 Jahre Mitglied des Verkehrsausschusses, war Verkehrssprecher der österreichischen Sozialdemokratinnen. Was die wenigen wissen, ich war Vizepräsident der Animal Welfare Intergroup, also der Tierschutzintergruppe im Europäischen Parlament. Und das passt jetzt mit meiner Tätigkeit schon sehr gut zusammen. Der große Unterschied ist vielleicht, dass die Tätigkeit eines Europaabgeordneten eine ist, wo die Wirkungen dessen, was man tut, so weit weg sind. Also man beschließt die Eurovignetten-Richtlinie zur Lkw-Bemautung. Und 4, 5 Jahre später beginnt es dann langsam in Österreich zu greifen. Allein jetzt im Sommer, war ich mit Dingen konfrontiert, die so unmittelbar gewirkt haben. Das war so unglaublich interessant und spannend, nicht? Wenn plötzlich jemand Blaukalk nach Eisenerz liefern möchte und du bist zuständig für diesen Blaukalk. Und ich mir gedacht habe, also die Eisenerzer brauchen früher aber kein Blaukalk. Was machen wir jetzt damit, der Blaukalk nicht nach Eisenerz kommt? Und kann man das erledigen? Kommt der Herr Umweltminister darauf, dass man beim Straßenbau keine Schlacke mehr verwenden darf. Schlacke wird in der Steiermark produziert und es ist essentiell für die steirische Eisen- und Stahlindustrie, dass diese Schlacke verwendet werden darf und nicht, dass ein paar niederösterreichische Schotterbarone profitieren. Und das ist gegangen in diesem Fall. Das sind ja nicht mehr nur Umweltschutzprobleme. Dann ist die Feistritztalbahn plötzlich angelegt. Und da hat man was tun müssen. Aber es sind Dinge, die, wenn man was macht, dann wirkt es direkt, dann wirkt es unglaublich schnell und das finde ich, ist in der Politik, das muss man mal auch so machen und dann kann man ja auch schnell was bewirken. Das ist ja auch wichtig. Es ist gelungen, mit der ÖBB übereinzukommen, dass in den nächsten Jahren 80 Millionen Euro in der Steiermark investiert werden in die Verkehrsinfrastruktur. Das ist nicht nichts und das bedeutet steirische Arbeitsplätze. Und das bedeutet bessere steirische Verkehrsverbindungen. Und knapp drauf ist es gelungen, mit dem Verkehrsminister 20 Millionen in die Nebenbahnen zu investieren. Das sind die Strecken, wo jeden Tag die Leute pendeln. Das heißt, dieses Unmittelbare der Landespolitik, das muss ich sagen, das fasziniert mich, das macht mir Spaß und ich bin froh, dass ich das machen kann. Zwei Stichworte, bevor ich zum Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen aufrufe. Umwelt und Energie, das ist halt ein Thema, virulent geworden und ich doch ziemlich massive Proteste gegen das neue Kraftwerk. Was ist da Ihre Sicht dagegen? Ja, ich bin da ganz pragmatisch. Also es ist jetzt so, dass für dieses Gas, ist ja kein Kraftwerk an sich, sondern für diese Gas-Fernwärmeheizung,
die Verfahren laufen. Es ist bei meinem Vorgänger festgestellt worden, dass keine UVP-Prüfung notwendig ist. Es gibt jetzt aber eine gewerberechtliche Prüfung, es gibt eine Emissionsprüfung, es gibt eine baurechtliche Prüfung. Und das sind die Dinge, die jetzt zu passieren haben. Und dann wird man sehen, wie das ausgeht. Das ist ja nicht meine Aufgabe als Regierungsmitglied, den Verwaltungsbehörden in solchen Verfahren Anweisungen zu geben. Ich glaube, wichtig ist, wir haben in den letzten Jahren fast 10 Millionen Euro in die Fernwärme investiert. Und das heißt, die Fernwärme muss einmal funktionieren. Das ist das Hauptprinzip. Und wie das dann funktionieren wird, dann muss man versuchen, das Optimale zu finden. Aber ich glaube, die Verwaltungsbehörden des Landes Steiermark arbeiten gut und effizient und diese Verfahren werden dann zeigen, was da wirklich dahinter ist. Man könnte ja, wenn man, das bin ich ja nicht, wenn man ein bisschen böswillig wäre, wenn der eine Konkurrent ein Gutachten beauftragt, ist das Gutachten vielleicht nicht endlos objektiv, aber das sage ich ja nicht, sondern ich würde sagen, man muss einmal warten, was die Behördenprüfungen da ausmachen. Aber eins muss schon klar sein, Fernwärme gibt es deshalb, um die Feinstaubsituation zu bekämpfen. Und dazu muss man sich bekennen, das ist das Wichtigste in dieser Diskussion, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Und dann liegt es daran, einmal die Wirtschaftlichkeit zu beurteilen, das ist nicht meine Aufgabe als zuständiger Landesrat für den Naturschutz, das sind andere machen, und die naturschutzrechtliche Situation zu beurteilen. Und dann muss man überlegen, was das Gescheitere ist. Wir werden aber auch schauen müssen, wir haben, das ist uns gar nicht so bewusst, die Obersteiermark ist gemeinsam mit dem Raum um Linz, das sind die zwei industriellen Zentren Österreichs. Es gibt sonst keine Industriedichte wie diese irgendwo sonst in Österreich. Und die tauschen sich natürlich produktmäßig sehr intensiv aus. Es werden Produkte des 21. Jahrhunderts produziert, die besten Stahlprodukte der Welt. Ich sage das ganz klar, das was Böhler macht, das was Föst macht, das was Föst-Kindberg macht, da gibt es nichts Besseres. Und die transportieren das mit Zügen aus dem 20., fast am 19. Jahrhundert, über den Birnturm zum Beispiel. Das sind die Dinge, die wir angehen müssen und angehen können. Herr Landesrat, ich habe da eine Frage bezüglich des Themas Durchgriffsrecht. Bei Asyl ist ja jetzt derzeit eine Diskussion, aber ich weiß, es geht noch um ein anderes Thema. Es hat jetzt über 20 Jahre gedauert, dass der Semmering-Basisklima angestochen wird. Was wäre da, wenn der Bund sagt, hier gibt es ein Durchgriffsrecht? Und die zweite Frage ist, der Verkehrsexperte Weigere aus Deutschland hat gemeint, dass die Preise für die Jahreskarte in Graz zu gering sind und sprach von einem Preis, der um die 600 Euro wäre. Wie stehen Sie zu solchen Vorschlägen? Naja, Experten kann sofort 10 andere Experten finden, die was anderes sagen. Ich glaube, im öffentlichen Verkehr ist es wichtig, preislich aufwärts attraktiv zu sein, dass ein Anspruch genommen wird. Und ich denke, die Preissituation in Graz ist eine, die attraktiv ist. Das fahren immer mehr Leute mit der Straßenbahn, mit den Bussen. Ihr lebt selbst, wenn man vom Bahnhof jetzt in die Innenstadt fährt, die Straßenbahnen in der Früh zu uns sind doch voll, wie wir Steier sagen. Das heißt, da muss man sich überlegen, ob man eine größere Straßenbahn anbieten kann. Das hat also scheinbar funktioniert. Und der Experte ist vielleicht einer, der nur den Preis sieht. Aber die Nebenwirkungen sieht er unter Umständen nicht, dass im Herbst oder im Winter die nächste potenzielle Feinstaubgefahr droht. Und da ist keiner zu wenig, der mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. Das passiert aber nur, wenn es attraktiv ist in jeder Hinsicht. Also ich teile die Meinung von diesem Herrn Experten an sich nicht. Was die Frage Semmering-Tunnel betrifft, es ist eine Frage der Rechtsstaatlichkeit. In einem Rechtsstaat hat jeder Bürger, jede Bürgerin das Recht, sich mit den Mitteln, die der Rechtsstaat zur Verfügung steht, gegen staatliche Handlungen zu wehren. Gegen das ist nichts zu sagen. Was mich aber interessieren würde bei dieser, wie heißen Sie denn, die Alliance for Nature, die dieses Spiel ja sehr langfristig treibt, würde mich mal interessieren, welche finanziellen Interessen dabei.
sage ich ganz offen. Weil für die Steiermark war ja die Verzögerung eigentlich wirtschaftlich schädlich. Ja, völlig was schädlich. Und mich würde wirklich interessieren, wer das finanziert. Ich würde den Herrn einmal auffordern, diese One Man Alliance, die das betreibt, zu sagen, wer finanziert eigentlich ständig eigentlich? Wo kommt das Geld her, mit dem prozessiert wird? Weil wenn man jetzt Rechtsstaatlichkeit auf der einen Seite hat, wäre gewisse Transparenz bei denen, die das machen, vielleicht auch wünschenswert. Aber im Prinzip ist es jetzt eher erledigt. Und man muss schon eines sagen, derartige Projekte, ob die jetzt 5 Jahre länger dauern oder nicht, ist im gesamtwirtschaftspolitischen und verkehrspolitischen System zwar relevant, aber wenn man dann 100, 150 Jahre durch diese Tunnele fahren kann, relativiert sich das dann doch wieder ein bisschen. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass das jetzt kommt. Einerseits geht es da um Passagiertransport, das ist wichtig, aber das noch Wichtigere ist ja die große Güterverkehrsachse, die es dann geben wird. Hochleistungsstrecke, es ist Wien, wenn man das nur Österreich sieht, es ist Wien, es ist Niederösterreich, es ist die Steiermark, es ist Kärnten, an das europäische Hochleistungsnetz angeschlossen. Und das ist meines Erachtens wirtschaftspolitisch immens wichtig. So, neben mir ist jetzt Magister Jörg Leichtfried, seines Zeichens ehemaliger EU-Parlamentarier und jetzt Landesrat für Verkehr. Ich habe an Sie die Frage, was erwarten bzw. wünschen Sie sich von den Mitgliedern der steiermärkischen Landtages bzw. dessen Fraktionen und was von den Medien? Ich glaube, man sollte sich nicht was wünschen, sondern würde mich begrüßen, dass ich mit diesen Dingen, die ich mir vorstelle, dass sinnvoll sind, die Mehrheiten bekommen, Steuerischen Landtag. Der Verkehrspolitik, glaube ich, ist es insbesondere wichtig, öffentlichen Verkehr zu stärken. Und wenn das gelingt, Gut, und meine zweite Frage wäre bezüglich der Gemeindezusammenlegungen. Eben, da gibt es ja auch verkehrstechnisch im Fall des öffentlichen Verkehrs einige Fragen, die offen sind. Wie sehen Sie die Thematik mit den Steiermark-Ticket respektive auch mit den sogenannten ÖV-Grenzen? Sprich, soll die ÖV-Grenzen neu verhandelt werden? Das muss man sich anschauen. Also was das Steuermark-Ticket betrifft, ist, glaube ich, die Idee faszinierend. Sie stoßen nur auf ihre finanziellen Grenzen. Und man muss dann eben gewichten, was man tun kann und was möglich ist. Und das versuche ich zu tun. Also das Prinzip, das mich derzeit leitet, ist, so viele Menschen wie möglich, die noch nicht im öffentlichen Verkehr teilnehmen, zum öffentlichen Verkehr zu bringen. Das ist einmal das Hauptziel derzeit. Das muss ich versuchen, in anderen Mitteln zu erreichen. Und was die Grenzen betrifft, kann man sich mal anschauen, das kann man schon versuchen zu ändern. Gut, dann sage ich danke fürs Gespräch. Jetzt fängt es zum Regnen an, jetzt bauen wir am besten ab und ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke.